sein. Yo, meine Bandfreunde, ich bin wieder am Stießen. Denn heute gibt es endlich wieder eine meiner Top 10 Liste. Und wie ihr bereits wisst, ist dies die offizielle Hip-Hop-Woche, die ich angekündigt habe. Es wird heute eine Top 10 meiner All-Time-Favorite-List of German Rap geben. Und morgen dasselbe nur im amerikanischen Rap-Bereich. Und jetzt kommt der Spruch, den wahrscheinlich jeder erwartet hat. Denn man muss das bei diesen Top 10 Listen einfach immer wieder sagen. Und ich werde es auch immer wieder sagen. Ist mir auch scheißegal, ob ich damit irgendjemand auf den Sack gehe. Dann verpisst euch doch, Mann! Oh, ganz mal Spaß, bitte bleibt hier. Ich habe doch sonst keine Freunde. Es fiel mir unheimlich schwer. Weil ich dieses Mal nicht nur 20, 30 Lieder in der engeren Auswahl hatte, sondern eher so 200, 300 Lieder in der engeren Auswahl. Und währenddessen ihr dieses Video schaut, beziehungsweise wenn ihr nicht multitaskingfähig seid, im Nachgang, erwarte ich sämtliche Kommentare unter diesem Video, welche Lieder ich vergessen habe. Und denkt bitte dran, Deutschrap. Morgen ist Ami-Rap, heute ist Deutschrap. Platz Nummer 10. Gestern Nacht hab ich geträumt, dass ich auf den Schienen lieg allein. Wachte auf und dann fiel mir wieder ein. Gestern Nacht hab ich geträumt, dass ich eines Tages bereit bin einzuschlafen. Auf diesem Platz befindet sich direkt der Künstler, für mich absolut zu den besten Songwritern des Landes gehört. Und bei ihm weiß man das auch, weil es mehrfach schon bewiesen ist, dass er viele Texte selber schreibt, wenn nicht sogar alle, ich weiß es gerade nicht. Wenn ihr Joker nicht kennt, zieht euch den Typen rein, der ist der Hammer. Du und ich sind nicht auf derselben Frequenz, nicht auf derselben Wellenlänge. Wenn so wäre, wären wir und ihr gleich. Wir haben den VIP-Bereich in einem VIP-Bereich. Platz Nummer 9. Habe ich jetzt tatsächlich 3 Sprachen in 3 Wörtern verwendet? Wow. Raff, Gamora und Nazar. Ich war so vor circa 5-6 Jahren, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, bei einem Konzert im Backstage, wenn ich mich recht erinnere. Liebe Ex-Freundin Michelle, war das im Backstage? Das Lied Frequenz, was ich mir ausgesucht habe, ist in meinen Augen das geilste Lied auf dem geilsten Album, was Nazar jemals rausgebracht hat. Auch ganz besonders, weil es ist jetzt kein Lied, es gehört jetzt also in meinen Augen nicht so richtig zur Tracklist, aber dieses Ouvertüre heißt es, glaube ich. Da haben die irgendwie Klassik mit Hip-Hop so vermischt, dass es mich so ein bisschen an die Flying Steps erinnert. Ich weiß, es ist jetzt weit hergeholt, aber es hat mich an die erinnert, weil die mal in Leipzig im Gewandhaus waren und dazu Bach-Musik gebreakt haben. Und das war unglaublich geil. Das war das Geilste, was ich in Verbindung mit Tanz je gesehen habe. Beziehungsweise, das heißt Tanz? Es war halt Tanzen und Breakdance. So ein bisschen, es ist schwer zu erklären, aber es war richtig krass und ich finde es schade, dass ich euch das nicht empfehlen kann, weil die das wahrscheinlich auch gar nicht mehr machen. Weil Klassik mit Hip-Hop zu vermischen, unglaublich. Allein schon das Akku, ich hatte Gänsehaut. Die ganze Zeit, wirklich krasses Ding. Check. Check. Ich bin noch Rapper, wenn die Hater kommen, ich abstechen auf der Street. Wenn die Medien sagen, ein Rap ist uns zu explizit. Ich bin noch Rapper, wenn der Scheiß nicht mehr im Trend ist. Wenn jeder mich dann disst und wenn du nicht mehr mein Fan. Ich bin ein Rapper von Zilla und Flair. Damals hieß er, glaube ich, noch Godzilla. Aber das ist ja auch egal. Wir wollen ja hier nicht wieder irgendwelchen Copyright-Beef mit dem Fernen Osten. Übertrieben heftig. Gänsehaut von Anfang bis Ende. Und das Video dazu, ey Leute, guckt euch einfach vollständig an. Es ist so geil. Am allerbesten finde ich halt, dass die während des ganzen Beefs, der damals war, und das war ja wahrscheinlich eine der stressigsten Zeiten für die Jungs, vor allem für Flair, dass man sich trotzdem noch auf den Rap besinnt hat und dass man es trotzdem noch geschafft hat, so krasse Dinge abzuliefern. Sie sagen, bring dich mal um, töte dich, tu's für uns, tu's für die Kunst. Tu alles, was nötig ist, mach einen Punkt. Zöger nicht, gib den Dingen einen Grund. Nimm dir dein Leben wert, dein Wert. 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 Ich denke, es wäre eine Schande gewesen, wenn auf dieser Liste Savage nicht wenigstens einmal drauf gewesen wäre. Und
Märtyrer ist einer dieser Tracks und ich spreche in Mehrzahl, weil ich könnte locker noch 10 Stück davon in die Liste nehmen von Kool Savas. Wir kennen wahrscheinlich alle noch einen krasseren Track und noch einen krasseren Track. Bei Savas ist es wirklich so, es gibt immer was Krasseres. Ne? Der steigert sich immer wieder, dieser Typ. Der hat einfach so unglaubliche Einsätze in die Tracks und es hat halt auch mega Ohrwurmpotenzial, dieser Chorus. Märtyrer, Märtyrer. Ich feiere das einfach so krass. Savas steht für mich für Flow, für Rap-Skill. Für Rap im Allgemeinen. Und wenn ich an Savas denke, ist das erste Wort, was mir einfällt, Realness. Ich kenne den Typen nicht. Jeder wird es bestätigen. Der Typ ist einfach real. Das fühlt man. Der macht seinen Mund auf, man sieht ihn, man fühlt es. Und ich höre immer wieder Stories, dass er sich Zeit nimmt, obwohl der wahrscheinlich der bekannteste, erfolgreichste Rapper ever ist, so in Deutschland zumindest. Neben Bushido natürlich. Der nimmt sich irgendwie trotzdem immer noch Zeit für die kleinen Dinge und ist bodenständig. Haut nicht so extrem auf die Kacke. Aber dazu brauche ich ja gar nicht viel sagen, weil wem Kool Savas kein Begriff ist, der wird wahrscheinlich sowieso nicht auf dieses Video geklickt haben. Du bist richtig am Arsch, ich schlage, du stirbst, hab Islamlock, Millionär, die Straße studiert. Das King, Duell, der Colonel deiner Männer, ich bin Tim, Duell. Hör mal, wer da hämmert. Wir halten durch, auch wenn's weh tut. Hier gibt's kein Peace, Mann, wo lebst du? Das ist die Street und ich dreh zu, ich hab überlebt, Junge. Platz Nummer 6, jetzt kommt eins dieser massivsten Features. Nazar, Raf Camora und jetzt passt auf, Flair hatten damals einen Track zusammen gemacht und das ist natürlich auf diesem legendären Album, was ich schon erwähnt habe, Artcore mit drauf. Dieser Beat, Alter, dieser Beat, Leute, dieser Beat. Drei Rapper, bei jedem Einsatz hätte man sich denken können, ich glaube noch krasser wird der nächste Einsatz nicht und es wird immer wieder krasser. Und es passt einfach, jeder hat seinen Charakter, jeder zieht seinen Charakter durch und gelungene Integration im Rap. Und für alle Hobbypolitiker, ich meine mit Integration in diesem Fall wirklich nur, dass drei völlig verschiedene Rapper mit drei völlig verschiedenen Backgrounds so ein unheimliches Brett ablegen. Wir gehen den harten Weg, da draußen muss kommen. Denn ich stehe hier in Air Max auf dem Beton. Und unsere Feinde, sie laufen davon. Denn ich stehe hier in Air Max. Air Max auf Beton. Oh, ich sag's nur, ich sag es nur. Und ich krieg schon wieder Gänsehaut, Mann. Das ist einer der wenigen Songs auf dieser Liste, den ich, nachdem ich ihn jahrelang nicht gehört habe, immer noch komplett auswendig kann. Der Beat setzt ein und alle von den Jungs, mit denen ich das damals gepumpt habe, leider habe ich mit vielen von denen keinen Kontakt mehr, beziehungsweise eigentlich mit allen, wenn bei irgendeinem im Auto dieser Track losging, da war die Reaktion immer gleich. Die Reaktion war einfach immer gleich mit allen Kumpels, mit denen ich diesen Track damals gepumpt habe. Der Track ging einfach los und alle nur so, pff, halt's Maul, Digga. Es ist einfach so wahr. Wenn ihr dieses Gefühl auch bekommt bei irgendeinem Track in dieser Liste oder sogar bei diesem Track, dann schreibt in die Kommentare Hashtag KnowThatFeelBro. Yeah. Gib mir 2 Stunden ohne Entourage. Kann nackt rollen, stehen Schlange wie vom Konsulat. Alles, was nicht von der Platte kommt, ein Störlaut. Ich bin jenseits von Burnout. Muss mir anhören, dass ich ein verwöhnter Bengel werde. Nur ein Typ mit bisschen Glück. Shindy, natürlich darf Shindy in meiner Liste ebenfalls nicht fehlen. Me, Myself and I und Monogramm war bis vor circa 2-3 Wochen mir völlig unbekannt. Ich bin noch nicht über diese Tracks gestolpert. Warum auch immer. Schande über mein Haupt. Geiles Lied, geile Lyrics. Auch sehr nachdenklich, muss ich sagen. Und trotzdem immer mal so ein paar Oberficker-Passagen, aber im Grunde genau das, was Shindy für mich verkörpert. Die Uhr läuft, meine Zeit tickt. Ich habe keine Energie für Zeitchicks. Ich konzentriere mich nur auf mein Shit und kassiere 10 Lieder ne Pro-Life-Gig. Who wanna fuck with my click? Digga, wir sind on the road. Mit jedem Tag gehen die Zahlen auf meinem Konto hoch. Platz Nummer 3. Und für mich die Überraschung des Jahres. Da sind mir die Augen und natürlich vor allem Ohren rausgefallen. Leute, ich muss einfach von vorne anfangen. PS Boards. Als ich das erste Mal PS Boards gehört habe, dachte ich mir so, ist nicht so mein Fall. Das lag vor allem daran, dass sein Rap aggressiv war. Gegen aggressiv habe ich nichts, aber der war
zu aggressiv. Und ihr wisst ja, ich stehe halt so ein bisschen mehr auf Deep, anstatt immer diesen Schwanz raushängen zu lassen, den imaginären. Und nachdem ich alles Mögliche von ihm gehört habe und jeden Sinneswandel miterlebt habe, weil ja irgendwie seine Musik mir trotzdem gefallen hat wahrscheinlich. Und jetzt kam Trackhouse, der ist einfach mal noch ganz anders. Das ist ein völlig anderer PH Sports. Korrigiert mich, wenn ihr schon mal was Ähnliches gehört haben sollt, dann möchte ich es unbedingt wissen, weil ich diesen Track, den ich jetzt gerade bringe, das ist der geilste, den ich hier von PA gehört habe und ich habe bestimmt schon ein paar hundert gehört. Keine Zeit von PA Sports ist einfach deshalb so anders, weil der so ruhig anfängt, dass man zweimal hinhören muss, dass man ihn erstmal erkennt an der Stimme, was man natürlich auch irgendwann nach ein paar Sekunden hinbekommt. Du willst dich einfach zurücklehnen, einen smoken, aus dem Fenster schauen, du hast sowieso einen scheiß Tag gehabt und der Track fährt dich noch ein bisschen mehr runter. Dieser Stil, dieser langsame, ruhige Stil, den ich noch nie zuvor von ihm gehört habe, ist, nicht ohne Grund der krasseste Track, den ich von PA Sports je gehört habe. Von schwarzen Masken und Handschuhen zu den Plastikkarten im Anzug. Mach ein Stadtflug in den Jumpsuit. Fliege weg ohne Navigation. Denn ich rap für die Generation. Denn ich rap für die Generation. Aus dem 13. Stock pumpe ich den Sound durch die Blocks. Ich sitz und schreib meine Songs und hab Ideen in meinem Kopf. Ich hör den Beat und hebe ab. Produziere Musik jede Nacht. Ich dreh den Pegel immer auf und keiner ruft hier die Kopf. Auf Platz Nummer 2 und einer meiner geheimen Lieblingsrapper, weil ich das noch nie irgendwo erwähnt habe und noch nie irgendwie was von ihm gebracht habe, aber Kianush. Ich meine, Platz 2, das spricht für sich, aber Kianush. Oh, diese Stimme, diese Leidenschaft, dieses Aufopfern in jedem Track. Also das klingt für mich so, als würde er fast sterben, so viel Energie lässt er in seinen Songs raus. Das ist so krass, das reißt so mit. Der Typ ist für mich so motivierend, der Typ ist für mich so groß. Boah, der hat auch überkrasse Beats am Start. Ich weiß nicht, wer ihm die Beats gibt oder wer ihm die Beats macht oder... Weiß der Geier eigentlich auch egal. Der Typ, ich will nicht sagen, die Knastpause hat ihm gut getan, aber Alter. Alter, fuck. Ich bin nicht dein erstes Mal, was soll's? Du bist nicht mein letztes Mal. Wir beide bleiben unter uns und nennen Sex ohne Grund. Alle meine Bitches nennen mich Daddy. Chillen mit der Family. Haus schicken mir Emojis. Verdient auf Platz 1, Mann. Ali Boumaye mit Shindy. Alter, eine krassere Kollaboration gab es für mich in den letzten Jahren nicht. Dieses Meisterwerk eines Chartsongs. Und ich sag euch ganz ehrlich, das Lied würde ich als Chartsong auch gerne 100 Mal rauf und runter hören. Es würde mich niemals ankotzen. Und deswegen mein All-Time-Favorite in der Top 10 Deutschrap. Hate it or love it, you gotta respect it. Mir scheißegal, was die Leute davon halten. Es ist meine Liste, weil ich immer mitsingen muss. Ich muss immer mitsingen, wenn dieser Chorus kommt. Schreibe nicht zurück, auch wenn das Mädchen blau ist. 150 Kilo Fame machen Mädchen traurig. Sie sagt, sie findet Sportwagen geil. Bitch, ich passe nicht mehr in den Sportwagen. Ich bin nicht dein letztes Mal, was soll's? Du bist nicht mein letztes Mal. Wir beide bleiben unter uns und nehmen Sex ohne Grund. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt mir in die Kommentare, welcher Song hier überhaupt nicht in die Liste gepasst hat, bei welchem Song ihr mitgehen würdet und vor allem, was definitiv gefehlt hat und in eurer persönlichen Liste drin wäre. Und noch geiler fände ich es, wenn ihr mir eure komplette eigene Liste aufschreiben würdet. Gebt dem Video einen Thumbs up, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt zwei Daumen, dass ihr wenigstens einen entbehren könnt. Mann, war der flach. Und wenn ihr zum überkrassesten Beardbro-Gang-Support gehören wollt, dann teilt dieses Video vielleicht wenigstens auch mit einem oder zwei Freunden, die vielleicht auch was zum Thema zu sagen haben. Denn ich schulde Menschen sehr viel Geld und ich möchte irgendwann mit YouTube dieses Geld wieder reinholen. Ich möchte hier auf dieser Erde nicht sein. Mama, nimm mich mit!